Ellermanns Morning Show präsentiert von Logopack. Führend in RFID- und Strichcode-Technik. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Herzlich willkommen und good morning zu einer weiteren Ausgabe von Ellermanns Morning Show. Wir werden ein bisschen sportlicher. Wir gehen in den Frühling so langsam. Der Frühling schlägt seine ersten Knospen. Hier sind schon die ersten Osterglocken sozusagen, die hier bei uns alles einläuten bei Ellermanns Morning Show. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und ich habe einen Gast. Man würde fast sagen Sayonara, so ungefähr. Der hat ein bisschen was mit Kampfsportart zu tun. Genauer gesagt, herzlich willkommen, Herr Metin Bagirian. Herzlich willkommen. Dankeschön. Geht's gut? Danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch soweit gut. Mir geht's auch klasse. Ja. Metin, du bist Budo-Meister. Budo-Meister, da haben wir rumgefragt und haben gefragt, kennt ihr Budo, kennt ihr diese Sportler? Und die meisten haben gesagt, nein, kennen wir nicht. Wir kennen die Sumo-Ringer, da passe ich ja fast mit rein. Aber diese Sportart kennen wir nicht. Was ist das genau? Budo-System ist ein Oberbegriff für sämtliche Kampfsportarten. Es gibt verschiedene Menge Systeme, letztendlich, wie gesagt, der Oberbegriff für alle Kampfsportarten. Und ein Meister ist derjenige, wird betitelt, weil er schon einen schwarzen Gürtel hat. Und wenn man in verschiedenen Systemen überall schwarzen Gürtel hat, dann bezeichnet man sich als Budo-Meister. Gut, ja, wir kommen also gleich auf deine Sportart noch zu sprechen. Das war so mal ein bisschen einführend, um zu sagen, was ist das überhaupt? Aber wir haben natürlich auch eine Quizfrage für unsere Fernsehzuschauer und die möchte ich Ihnen gleich stellen, denn Sie können heute wieder tolle Preise gewinnen, unter anderem einen Gutschein über 500 Euro zum Verreisen. Mhm. Vielleicht dann ja auch mal nach Japan, wo die Sportart herkommt. Hier unsere Frage, was ist das Ninbudo-System? Noch einmal die Frage, was ist das Ninbudo-System? Ist es 01 eine waffenlose, ich bin ja auch waffenlos, eine waffenlose Selbstverteidigung oder ist es 02 ein Hochstabsprung, also ein Stabhochsprung, so viel Zeit muss sein. 01 oder 02, was ist das Ninbudo-System? Wählen Sie 013 78 66 67 plus die jeweiligen Endziffern. 01 für waffenlose Selbstverteidigung, bitte nichts verraten, oder 02 den Stabhochsprung. Es winken tolle, attraktive Preise. Aber bevor wir so richtig losgehen, möchte ich sagen, lass uns mal erstmal was trinken. Ich habe was Schönes vorbereitet und zwar Zellagon, unser Partner, denn heute sind wir mal bierlos hier ein bisschen. Zellagon mit Vitale, denn das hat mit Konzentration was zu tun, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Und ich möchte gleich mal wissen, wie es dir schmeckt. Erstmal Prost, Vitale sozusagen heute Morgen. Damit die Konzentration gut ist vom Geschmack. Sehr angenehm. Du kanntest das gar nicht, ne? Nein, ich kann es gar nicht. Zellagon Vitale ist besonders gut für Sportler, weil es ist für die Konzentration klasse. Und jetzt möchte ich von dir mal wissen, wie muss man sich bei deiner Sportart denn konzentrieren und warum eigentlich? Konzentration ist nicht unerheblich, das ist die Voraussetzung. Das gehört zur Philosophie. Ohne Konzentration kann man diese Form eben halt nicht machen. Das ist eine Voraussetzung. Ja. Meditation und Konzentration, das muss harmonieren. Und dann kann man sich mit dieser Kampfkunst sich befassen und natürlich auch Hochleistungen auch erbringen. Wieso kennt man diese Sportart so wenig in Deutschland? Es ist in den letzten Jahren sehr publik geworden, muss ich dazu sagen. Es war früher mal war sehr viel im Hintergrund gewesen, aber in den letzten Jahren ist er im Vordergrund geworden, weil eben halt neue Formen reingekommen sind. Aus dieser traditionellen Form sind eben halt eine moderne Entwicklung reingekommen. Das ist auch Ninbudo-System eine moderne Entwicklung von mir. Das ist eben halt das Akrobatik mit Kampfkunst, was sehr gut angenommen wird. An 10 Jahre habe ich an dem Konzept dran gearbeitet und das ist mir in den letzten 5, 6 Jahren sehr gut gelungen und das Ergebnis sieht man bei mir in der Abteilung. Du bist ja mit der Sportart, und wir zeigen gleich ein paar Bilder dazu für unsere Fernsehzuschauer, ein paar Bilder, die wir vorweg geschossen haben sozusagen, bist du ja sehr, sehr erfolgreich. Sag doch mal, welche Preise hast du da abgeräumt? Ja, in meiner Jugendzeit war ich sehr viel unterwegs im Ausland, in Holland, in Belgien, in Frankreich, schwerpunktmäßig Kickboxen, Thaiboxen, auch schon mehrfacher Meister im Kickboxen, Thaiboxen gewesen. Das war damals im deutschen Raum nicht so publik wie in den letzten Jahren durch K1, was natürlich im Eurosport ausgestrahlt wird. Und eine große Entwicklung und die Preise, internationale Meister, deutscher Meister unter anderem,
in verschiedenen Kampfkünsten, auch in freien Bruchtestformen. Jetzt erklär noch mal ganz kurz, wie ist diese Sportart genau noch mal für unsere Fernsehschauer, die es nicht ganz nachvollziehen können. Was ist da ganz besonders dran? Ist ja so ähnlich wie, man kann schon fast sagen, mit welcher Sportart zu vergleichen? Mit Judo, ne? Nein, mit Judo kann man das überhaupt nicht vergleichen. Okay. Wir haben, da ich 5 verschiedene Systeme mache und auch überall Meister drin bin, habe aus 5 verschiedenen Systemen die wesentlichen Bereiche beziehungsweise die Bewegungsabläufe aus dem Karate, aus dem Aikijutsu, aus dem Wovinam, Wird-Wodao, habe ich die wesentlichen Sachen, was für mich interessant ist, die Bewegungsläufe, Abläufe zusammenzufügen und dann entsprechend mein eigenes System zu entwickeln. Mhm. Und daraus aus verschiedenen Systemen habe ich ein System entwickelt, das natürlich Kinder Selbstverteidigung machen können und die Jugendlichen, die mehr die akrobatische Form machen können, mit Waffen und ohne Waffen. Okay, dann wollen wir noch einmal unsere Frage für unsere Fernsehzuschauer dementsprechend einmal geben. Und zwar, wie lautet das Nimbudo-System? 01 waffenlose Selbstverteidigung, 02 Stabhochsprung, 01378 6667 plus die jeweiligen Endziffern. Noch einmal, was ist das Nimbudo-System? 01 waffenlose Selbstverteidigung oder 02 Stabhochsprung. Ich komme noch mal auf die Konzentration der Sportart. Ich bin ja so ein bisschen nachbohrend, weil wir nicht nur unser Vitale hier haben, weil wir fit bleiben wollen. Also, Prost. Rosit, es schmeckt erdbeermäßig, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Kommt so ein bisschen, denn da sind ja viele Stoffe drin. Und wir können ja auch mal raufschauen auf die Flasche. Das ist übrigens der offizielle Lieferant der Olympischen Spiele. Es ist natürlich unwahrscheinlich viel drin, B2, B6, B1, Folsäure, Vitamine, also alles, was für den Kopf, für die Beruhigung auch gut ist. Normalerweise trinken wir immer ein Bier, aber davon werden wir auch ganz schön ruhig, muss man sagen. Ne? Ruhe im Sport, die braucht man, weil du dich konzentrieren musst. Ne? Selbstverständlich. Die Ruhe ist die Voraussetzung. Deswegen verlange ich von den Schülern, dass sie zum Training rechtzeitig da sind und nicht auf Last Minute, dass sie mindestens 15 bis 20 Minuten, das ist die Voraussetzung, dass die Schüler sich akklimatisieren können und dann gezielt auf, natürlich auf das System sich vorbereiten. Ja. Das ist super. Jetzt komme ich darauf zu sprechen, es gibt den achten Dan und den erhältst du jetzt demnächst. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Den achten Dan, bis fünften Dan werden eben mal Prüfungen absolviert und ab dann wird eben halt aus verschiedenen Systemen hinterher nur noch aus besonderen Leistungen, besonderem Engagement, besondere Entwicklung werden die Dan gerade verliehen. Mhm. Da gibt es ganz wenige von in Europa. Da gibt es sehr, sehr wenige davon, zumal in meinem Alter eben halt so viel Dan gerade zu besitzen, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Dein Alter mal. Mein Alter ist, bin 44 geworden. Okay, aber ich glaube, mit 44 hat das kaum noch einer geschafft, ne? Den achten Dan schon zu erhalten. Die meisten sind doch dann ziemlich älter schon. Die sind wesentlich älter, sogar in Asien, in Japan sind also die Meister. Sind auch wesentlich Gratulation, älter. Ja, ne, muss ich sagen. Das ist ja natürlich was ganz Besonderes. Ne? Dazu gehört natürlich viel Hingabe. Das ist eben halt wichtig, dass man mit der Materie sich ständig befasst und sich dem Sportart sich hingibt. Jetzt möchten wir von dir wissen, wie läuft die Ausbildung für die Jugendlichen bei dir ab? Wir haben zweimal in der Woche Training. Wir haben verschiedene Altersgruppen. Wir fangen schon ab an mit 5 Jahren. Das heißt, 5 Jahre fangen wir an. Mit bis zu 9 Jahre haben wir begrenzt die erste Gruppe. Die ist auch sehr gut besucht und die lernen eben halt aus verschiedenen Systemen die Bewegungslehre, die Psychomotorik und die Koordination, das wird den Kindern geschult und Selbstverteidigung. Die akrobatischen Formen sieht man in der zweiten Gruppe, die dann danach kommen. Und je höher sie kommen, je älter sie werden, umso schwieriger werden natürlich die Formen, ist ganz klar. Aber letztendlich unser Ziel ist die Selbstverteidigung, das ist unser Schwerpunkt und natürlich die absolute Körperbeherrschung. Und das kriegen Sie bei dir alles komplett? Das kriegen Sie bei mir komplett. Die Waffenkunst erlernen Sie bei mir alles nach 2 Jahren. In Celle sitzt ihr? Sind in Celle. Wir gehören dem MTV Eintracht Celle, einer der größten Vereine in Celle. Ja. Und wir sind ein Part vom Verein und mit einem großen Zulauf, wie man so sieht, in unserer Abteilung. Und wir sind auch sehr gut angenommen. Ja. Wir haben auch eine eigene Sekretärin, die unser Homepage pflegt. Wir haben einen eigenen Fotografen. Sag doch ruhig mal die Homepage-Adresse. Die Homepage-Adresse ist www.budokan-celle.de. Na super. Da bekommen die alle, die interessiert sind, sämtliche Informationen über unsere Systeme und viele Bildergalerien von meinen Shows, von meinen Auftritten. Mhm. Ja, und letztendlich, damit haben wir natürlich unsere Abteilung damit sehr gut bestückt mit dem Internetseite. Und wir freuen uns auch immer darauf, dass die Leute über Internet uns auch finden. Ne? Wunderbar. Ich habe schon mal einen Cappuccino, den darfst du auch trinken. Das ist ja unser Partner Logopack, den Sie immer am Anfang als Trailerpartner sehen. Das ist der Etikettenmaschinenhersteller, Computersysteme und natürlich auch andere Systeme, Strichcode, Technik. Das ist alles Logopack-mäßig und da haben wir Becher von, weil die auch so Becher haben, sitzen übrigens in Hartenholm. Und da machen wir einfach mal Prost, Cappuccino.
also kein Kaffeehersteller, das muss ich dazu sagen. Nicht? Wir kommen auf gesunde Ernährung, was bei Vitale ja der Fall ist. Da kann man sich konzentrieren. Dann gibt es noch ein weiteres Präparat. Das ist das Nahrungsergänzungsmittel Aurum von Zellagon, was wir hier vorne auch zu stehen haben. Und da sind auch viele Inhaltsstoffe, die für den Darm toll sind. Denn der Körper muss ja funktionieren, auch gerade im Sport. Nicht? Das ist richtig, ganz, ja. Ganz, ganz wichtig. Und da hat die Firma Berner mit Zellagon sich ja doch sehr viel einfallen lassen, indem sie halt eben auch das Aurum hat. Aber für uns ist die Konzentration im Sport heute unser Thema ein bisschen. Und da möchte ich doch mal von dir wissen, wie sieht es aus neben der Konzentration? Wie fängst du überhaupt gesunde Ernährung an? Wie stehst du auf und was frühstückst du morgens? Habe ich dich jetzt auf den Schlips getreten oder frühstückst du gar nicht? Doch, Frühstück ist für mich die wichtigste Mahlzeit eigentlich. Okay. Darauf lege ich ganz großen Wert. Mhm. Und wobei ich Mittagszeit eben halt etwas kürzer trete, nachmittags auch eine Kleinigkeit. Grundsätzlich ist ja bei uns so, bei unseren Sportarten, dass man mindestens 2 Stunden vorher nichts mehr isst. Und nach kurz 1 Stunde vom Training auch nichts mehr trinkt. Dann lass uns doch einmal Vitale-mäßig was trinken, denn das gibt die Konzentration wieder und die braucht man vom Kampf. Ich sag, trink ruhig mal. Ja. Ich gebe unseren Fernsehzuschauern noch einmal die Frage, denn noch können sie gewinnen. Nach wie vor, was ist das Nin-Budo-System in dieser Tracht, wo der Herr jetzt gerade sitzt? Über die Tracht sprechen wir gleich. 01, eine waffenlose Selbstverteidigung oder 02, der Stab-Hochsprung? 01378-66-67 plus die jeweiligen Endziffern rufen Sie an. Was ist das Nin-Budo-System? 01, eine waffenlose Selbstverteidigung oder 02, der Stab-Hochsprung? 01378-66-67 plus die jeweiligen Endziffern. Diese Tracht, wieso gerade diese Tracht und was ist das Besondere daran? Diese Trachten kennt man hauptsächlich aus dem Samurai-Filmen. Das ist der sogenannte Gi, der Anzug des Meisters. Und da ich aus verschiedenen Systemen eben halt die ganze Entwicklung mit reingebracht habe, trage ich es mit Stolz, diesen Samurai-Anzug sozusagen, das breite Hose, die Jacke dazu dementsprechend. Und das natürlich das Tuch eben mal eine Erinnerung aus Japan, von einem alten Meister dann noch. Und wollte auch mal in der Form, auch in traditionelle Form zeigen. Ich mache zwar die moderne Form sehr viel nach, aber letztendlich in Tradition sollte man in besonderen Anlässen sollte man das auch immer grundsätzlich auch tragen. Und das kommt immer bei Veranstaltungen immer sehr gut auch an und wird auch ganz gern auch gesehen. Wie bist du drauf gekommen? 30 Jahre, sagtest du vorhin, da bist du dabei. Wie bist du überhaupt auf diese Sportart gekommen? Diese Sportart, als Jugendliche Zeit, ich war ein Bruce Lee, war ein Idol von mir. Ich war von Bruce Lee, ganz genau. Ja. Ne? Und für mich war eben halt die Faszination, die Körperbeherrschung, die Figur. Mhm. Da ich als Kind sehr viele Probleme mit der Figur hatte, und dementsprechend habe ich viel daran gearbeitet, bin auch gehänselt worden und meine Mutter brachte mich zur Kampfsportschule hin und dann habe ich natürlich mich dieser Sportart hingegeben und Bruce Lee war es für mich das Größte, was es eigentlich in der Kampfsportszene gab. Und ja, damals gab es ja auch zu den 70er Jahren auch nicht in der Form, was heutzutage gibt, aber zumindest den als Idol zu haben und das ist das eben halt in die Richtung zu arbeiten, das ist fast schon beeindruckend. Und das Ergebnis sind immer die Leistungen und die Erfolge eben. Wunderbar. Halt. Zukunftspläne, was ist da geplant, ganz kurz noch? Zukunftspläne, weiterhin die Kinder und die Jugendlichen stark zu fördern, in vielen verschiedenen Systemen, nicht nur im Budo-System, sondern im Kickboxen-Bereich auch, das ja auch einen großen Anklang in den letzten Jahren angefunden hat und da werden wir verstärkt weiterhin dranbleiben. Wunderbar. Dann wünschen wir dir viel, viel Glück. Gehen Sie auch mal ins Internet, wenn Sie was über Zellagon wissen möchten. www.zellagon.de. Dort gibt es dann mehr Informationen zum Zellagon Vitale Plus. Funktionelle Lebensmittel zur Bereitung, zur Förderung von Konzentration. Das ist ganz wichtig. Also einschalten. Nächste Woche geht es wieder richtig schön zur Sache. Sie können bis 9 Uhr noch anrufen. 01378-66-67 plus die Endziffern. Was ist das Nin-Budo-System? 01 eine waffenlose Selbstverteidigung oder 02 der Stab-Hochsprung? Ich sage Good Morning und alles Gute. Dankeschön. Good bis nächsten morning. Sonntag um 8.30 Uhr. Ihr Andreas Ellermann. Ciao, ciao. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning. Ellermanns Morning Show wurde präsentiert von Logopack.
führend in RFID- und Strichcode-Technik.